Der neue Star ist wieder da. Allein ihr Anblick versetzt viele Journalisten in Hysterie. Wer aber Lena Meyer-Landrut ablichtet, hat fast immer auch ihn mit im Bild. Stefan Raab, der Schattenmann an ihrer Seite. Als Lena hat sie gesiegt. Und das ist auch sein Triumph. Von Beginn an hat er an einen Erfolg geglaubt, anders als viele. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Wir alle haben das für Ironie gehalten. Er war, glaube ich, der Einzige, der es von Anfang an ernst genommen hat. Und entsprechend ernsthaft hat er auch gearbeitet. Und er hat eine Massenhysterie ausgelöst. Für die Medien wurde Lena schnell zum Phänomen. Ihre scheinbare Natürlichkeit gab Stoff für Träume. Alles wirkte wie ein schönes Wunder, wie zufällig. War sicher so, dass Raab selber da wie ein guter Regisseur gewirkt hat. Guter Regisseur heißt, dass die Protagonisten zu sich selber kommen. Das hat er geschafft und beides zusammen hat tatsächlich einen Hype, eine Emotionalisierung dieses Wettbewerbs bedeutet, wie ich ihn so auch nicht erwartet hätte. Ich glaube, dass die ARD sich wirklich sehr schwer getan hat, diesen Schritt zu gehen, der natürlich eine Art Eingeständnis auch ist, alleine schaffen wir es nicht. Mit Stefan Raab aber haben sie es geschafft. Für seine Kreativität ist er bekannt. Wie bedingungslos er aber seine Ziele verfolgt, unterschätzen viele. Mit einem Medienmarathon machte er Lena populär und schützte sie zugleich vor dem unkontrollierbaren Boulevard. Selbst harmlose Fragen wurden charmant oder frech abgebügelt. Persönliches wurde nur gezielt veröffentlicht. Vor der Kamera nervte er den Nationaltrainer Bertie Vogts und machte daraus einen Sommerhit. Er startete als gelernter Metzger, landete zufällig beim Musiksender Viva. Seine Witze waren ordinärer, seine Sprüche gemeiner. Seine Auftritte ohne jeden Respekt. Richtig, ja. Ist das eigentlich, wenn du was liest, bei dir in dem einen Auge größer als in dem anderen zu sehen? Dass er nicht mehr die Rolle einnimmt von einem Pflegel, wo er sagt, so, ich provoziere hier auch ein bisschen. Das ist, da ist er schon sehr viel seriöser geworden. Und er ist auch immer geschäftstüchtiger geworden. Raab produziert Ideen am Fließband und macht daraus irrwitzige Shows. Traumquoten für ProSieben. Er probiert etwas aus. In der Regel was, was ihm selber Spaß machen muss und was ihn herausfordert. Und dann guckt er, ob es klappt oder nicht. Try and error. Getrieben von einem unglaublichen Ehrgeiz. Und so kann er sich vieles leisten. Er bestimmt die Regeln und stellt die ARD vor vollendete Tatsachen. Scheinbar spontan, in jedem Fall populär. Auch so kann man Fakten schaffen. Jetzt wird die Veranstaltung wirklich eine große Dimension in Deutschland annehmen. Und wir müssen da auch mit erheblichen Kosten rechnen. Dafür und erheblichen Gebührenerhöhungen. Nee, das nicht, lieber Stefan Raab.